Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Condedin Map. Heute wollen wir. Moment. Drinnen fahren. Wir machen Raps auf Feld 30. Ja, 30. Mehr Felder habe ich ja nicht, außer Wiese 34. Danach schauen wir mal. Das können wir ein bisschen als Lohner arbeiten, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Oder ein Feld kaufen. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Aber erstmal eins nach dem anderen. Erstmal wie diese. Erstmal ein Feld bestellen. Und dann der war ja da. Ja, oder mal was kaufen, wo ich einlagern kann. Das könnte man auch machen. So. Irgendwo da hinten bei der Birke, glaube ich, war die Einfahrt. War bei der zweiten. Ne, bei der großen, glaube ich. Hier ist die Einfahrt. So, ich glaube, ich fange diesmal mal da hinten an. So. Können ja schon mal ausklappen. Macht er. So. Genau. So. Ja, Raps hatte ich schon eingestellt. Das wäre jetzt peinlich, wenn da Gras oder so wäre. Okay, das passt. Auch nur. Was? Wunderbar.
Oh, ich hätte auch den Spurenreißer. Muss mal gucken, welche Taste das ist. Bin natürlich mit den Fan unterwegs. Der soll ja auch mal was machen. So, dann sehe ich auch mal was. Haltet mal, dann euch mich das. Y. Schauen wir mal schnell, wo hier eine Y-Taste ist. VXZ. Hier. Gerätefunktion 4. Nehmen wir mal. Muss ich bloß dran denken. Genau, muss der da raus. Aber mal kurz eine Überlappung. Andere Seite habe ich ja nachher den Spurenreißer. So als Orientierungshilfe, das ist ja ganz gut. Was da noch? Also guck, die Drillfo-Textur ist auch nicht schlecht. Oh, über. Aber wir müssen ja nicht alles mit GPS machen. Aber da bin ich schon wieder richtig drüber. So, es wird hell. So. Genau. Das hier ausmachen. Er ist raus, der Spurenreißer. Das passt. Wunderbar. Ah, die Sonne scheint jetzt ein bisschen doof von hinten. Das können wir jetzt gerade nicht ändern. Da hat aber jemand getrunken. Ziehen wir einfach mal gerade.
Das Feld ist ja nicht so groß und 12 Meter hat ja, glaube ich, die dritte. Von daher. Das ist, glaube ich, bis jetzt ganz gut. Genau, jetzt ist er oben. So, jetzt kommt die andere Seite raus. Mal runter das Gestänge. Kann ja mal bisschen Licht machen. Also mit Spurweiser funktioniert ganz gut. Als Orientierungshilfe. Ja. Ja, hier so die Innenseite von dem Spurweißerspur hier machen. Passt das immer. Ganz gut eigentlich. Der ist auch draußen. Ja. Geht das mal runter. Ja. Das passt dann gut. Boah.
Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Aber jetzt kann ich ihn wieder einklappen. Und den wieder rausholen. Und mit dem wieder hoch. Ja, der ist auch draußen. Das läuft. Robert gleich hier bei Thomas ist bestimmt auch interessant. Ja, das geht recht. Müssten die Gruppe auch mal sowas haben. So, gleich wieder auf die Knöpfe drücken. So, dann wenden wir mal. Der ist draußen. Das ist unten. Doch, mit Spurweise komme ich dran vorbei. Doch, hat was. Sieht gar nichts. Oh, das sieht auch, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Die Textur. So, liebe Leute. Wir sind dann auch am Ende. Wir verabschieden uns, ich und mein Fan 1042 Vario. Wir werden hier noch weitermachen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.